Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed. Es geht weiter mit dem Sprintrennen. Sarah Cody auf Speed heißt es und da haben wir vorhin bzw. letzte Folge aufgehört. Deshalb machen wir da jetzt weiter. Kommen in die Top 3 mit Spike. Na ja, gut, das kriegen wir ja vielleicht hin. Das Auto sieht übrigens immer noch kaputt aus, weil man nicht in der Garage. So, drauftreten. Direkt erstmal mit Boost versuchen an allen vorbei. So, jawohl, das sieht doch gut aus. Zack, bums, schon wieder zweiter Platz. Spike ist auf der 1. Sorry, Spike. Das war nicht cool. Ich habe auch direkt die Quittung kassiert. So. Gucken, ob der Spike vorbeikommt. Zack, der Anspruch für mich ist halt immer irgendwie Erster zu werden. Das klappt meistens auch, aber es heißt nicht, dass es nicht doch trotzdem ein Kampf ist. Man muss sich ja trotzdem konzentrieren. Oh, das geht ganz schön lang. 33 Checkpoints. Oh, Heidewitzka. Ah, drücken wir mal aufs Gas, würde ich sagen. Ah, ich bin langsam auch besser darin geworden, die Minigames zu lesen. Da bin ich ja nicht so der Profi drin mit dem Multitasking, aber es geht. So, ein Drittel ist geschafft. Aber nicht ganz ein Drittel, aber gleich ein Drittel. Also jetzt ist ein Drittel geschafft. Wunderbar. Konzentration und konzentriert weitermachen. Da war mal ein kleiner Sprung. Das war so der erste, der mir so bewusst aufgefallen ist. Da bekomme ich nämlich auch Reppunkte. Taxi, macht Platz. Macht Platz! Alter. Das ist doch nicht wahr. Muss ich anhalten, weil da das Taxi vorbeikommen muss. Ey, alter Schwede. So, zwei Drittel sind gleich geschafft. Übersehen, dass wir da abbiegen müssen. Ah, nicht gut. Aber die Gegner sind noch so weit weg. Ich glaube, das haben wir relativ easy in der Tasche. Oh, wenn ich jetzt hier mal ordentlich muss, vielleicht gibt es dann da nochmal einen Sprung. Ja, naja, geht sich in Grenzen. So, wo müssen wir hin? Erstmal geradeaus weiter. So, da ist auch gleich das Ziel. Haben wir ordentlich draufgetreten, ordentlich Boost gegeben. Das müssten wir in der Tasche haben. Ja, ohne Witzka! Scheiße. Ja, ich sabbel natürlich wieder und dann passiert Folgendes. Crash direkt vor Ende des Ziels. Wenn die jetzt nochmal rankommen, kommen sie zum Glück nicht. Ich habe zu... Der Vorsprung war zu groß. Oh, Schweiger. Bam. Überschlagen, überschlagen, alles kaputt. Aber erster Platz. 7000 Cash bekommen. Geil. So muss das sein. Puh. Guckt euch das Auto an, ey. Ich muss in die Garage. Himmel, Arsch und Zwirn. Heidewitzka. Level 17, das ist ziemlich geil. Ordentlich Punkte kassiert. Nice. So. Spike ruft an. Junge, das war abgefahren. Okay, komm rüber zum Longhorn. Und versuch's in einem Stück. Bis nachher. Geht klar. Oh Gott, das Auto ist so kaputt, ne? Das Auto ist so kaputt. Oh, jetzt sind wir hier oben. Ach, jetzt sind wir doch eh gerade bei der Garage. Ja, easy. Wir sind direkt bei der Garage, Leute. Dann können wir das Auto auch mal fix heile machen. Und mal wieder ein bisschen auftunen. Oh, I like me some tuning. Zack. Ab in die Garage. In ganz Venture Bay kannst du tolle Donutstellen finden. Nom, 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 nom. So einen Donut hätte ich jetzt auch gerne. So. Subaru, Pritz. Den wollen wir jetzt gerne mal leistungstunen. Und gucken mal, ob wir einen neuen Luftfilter haben. Gibt es ab Level 24. Ei. Oh, wir können ein neues Kühlsystem kaufen. Damit werde ich langsamer, aber bekomme mehr Topspeed und mehr PS. Aber langsamer werden ist doch Käse. Nö, finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut.
Was haben wir hier? Hier können wir noch nichts machen. Kraftstoffsystem, auch noch nichts machen. Oh, das können wir holen. Motoraufladung. Ja, Motoraufladung wird gekauft. Viel zu teuer, aber was soll's. Elektriksystem, erst ab Level 41 wieder. Zündung. Zündung könnte ich mir holen. Eine neue Zündung. Oh, die pusht mich auch nochmal ordentlich. Finde ich sehr gut und ist sehr günstig. Motorblock vielleicht nochmal ein neuer. Erst ab Level 20 wieder. Nockenwelle geht auch noch nicht. Zylinderkopf auch noch nicht. Auspuff. Krümmer. Auspuffsystem. Oh. Auspuffsystem. Ah. Den könnte ich mir holen. Mehr Leistung, mehr Topspeed, aber weniger schnelle Beschleunigung. Aber ich bin lieber bei der Beschleunigung, weil so schnell und so lang auf Topspeed fahre ich eh meistens nicht. Ab Level 36 gibt es den nächsten Dings. Ja, und ansonsten gibt es ja eigentlich nichts großartig weiter zu tun, ne? Was ist hier? Teile-Eingang, Farbe, Folie, Optik-Tuning hatten wir ja schon mal, Handling. Ja, läuft eigentlich alles so, ne? Spike ruft an! Keine Ahnung, wo ich sein werde. Mann, ein paar echte Schwergewichte sind in der Stadt. Mit einer riesen Kohle. Nein, danke. Klingt nach Ärger. Ja, Mann. Man weiß nie, wer dahinter steckt. Besonders bei diesen Outlaw-Typen, die Straßen unsicher machen, könnte jeder sein, Mann. Auch unser neuer Freund hier. Oder Spikes Liebling Magnus. Hey, keine Witze darüber. Die falsche Person hört mit und wir sind alle geliefert. Alles klar, ich erzähle euch mal was über Magnus. Erst nicht. Ja, ist gut. Wir haben das schon tausendmal gehört. Also, wer ist fürs Longhorn? Wer nicht? Komm, ich geb dir einen Vorsprungsbike, damit du üben kannst. Leck mich. Was? Wir sehen uns dann. Heidewitzka. Also zum Longhorn. Aber ich guck grad mal. Ich kann mir neue Wagen kaufen! Ja! Ich kann mir neue Wagen kaufen. Ich kann mir neue Wagen kaufen. Ich könnte mir kaufen den Volvo 242. Sieht aus wie ein Stück Code, möchte ich an dieser Stelle sagen. Ich kann mir kaufen VW Golf GTI. Boah. Toyota Sprinter, der sieht schon wieder geil aus. Back to the Future. Mazda MX. Acura RSX. Honda Civic Type R. Den finde ich schon wieder ganz cool. Ford Mustang. Boah, eigentlich muss man Ford Mustang haben, oder? So ein Ford Mustang ist schon geil. Toyota Supra. Boah, das ist natürlich auch fett. Nissan. Noch ein Nissan. Ford Mustang Foxbody, den finde ich nicht so geil. Mazda RX. Dodge Challenger. Oh, geil. Den würde ich mir eigentlich fast glatt kaufen. Oder den Toyota GT86. Oh, der sieht auch geil aus. Oder der Scion. Oder der Subaru. Ach, den Subaru Prats haben wir schon. Mazda. Nissan Silvia. Wie viel kann man denn? Nissan Skyline. Honda. Ey, krass. Mitsubishi Lance Evolution. Man kann so viele geile Autos kaufen. BMW, M3, Subaru Impreza. Geil, das Rallye-Auto. Das bin ich früher immer gefahren in den Rallye-Spielen. BMW, boah, ey, man kann richtig dicke Autos kaufen. Boah, ich glaube, ich sammle erstmal richtig Cash. Ein Porsche 911 Carrera. Ein Lotus, ich werd bekloppt. Ey, Leute. Ford Focus, 58.000. BMW, Ford Mustang, Porsche Carrera, Chevrolet Camaro. Geil. Boah, braucht man dafür viel Geld. Aber ich werde sammeln. Dodge Viper, ey. Lecko moi. Oh, Ferrari. Lamborghini. Diablo. Ich brauche einen Lamborghini. Ich brauche einen Lamborghini. Wird gar nicht drüber diskutiert. Wird nicht drüber diskutiert. Ja, wird nicht drüber diskutiert. Brauche ich, ganz klar. 178.000. Oh, McLaren. Boah, Aventador. Ey, Leute, ihr macht mich... Ihr 192.000. Okay. Ja, haben oder nicht haben. Garage verlassen. 192.000. Das ist das Ziel. Ich hab Bock auf so ein Ding Lambo, ey. Ja, ja. Geil, dicker Lambo. Die sahen schon fett aus, die Wagen. Die sahen schon richtig fett aus. Dass man mit denen mal schön ein bisschen durch die Gegend pest, ey. Lecker, 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 lecker. Das schmeckt mir. Nom, 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 nom. So. So. Jetzt schauen wir doch mal. Wo ist Zimmer?
trifft die Gang im Diner. Das nächste Ziel wäre tatsächlich hier. Direkt Amy. Machen wir doch mal Amy. So, Ames, wo bist du? Aua! Das gerade reparierte Auto ist damit direkt wieder kaputt, ey. Oh nein! Ich hab's gerade erst repariert, ne? Boah, ist das scheiße. Ja gut, selber schuld, ne? Wer so ein dämlicher Iltis ist wie ich, hat's nicht anders gemacht. Und dann machen wir direkt mit. Zeitfahren. Besiege 241 km/h im Zeitfahren mit Amy. Also ich muss schneller sein als 241 km/h. Glaube ich. Damit der Lauf zählt, okay? Los. Okay, Zielgeschwindigkeit erreichen. Gucken wir, was wir schaffen. 241. Müsste eigentlich klappen. Bewahren wir mal den Boost auf. Bis Highspeed und sind dann einfach voll drauf. So, hier kommt erstmal eine ziemlich enge Kurve. So, jetzt müssen sie erstmal wieder auf Highspeed kommen. Ja, das war schon mal gar nichts. Das war ja schon mal gar nichts. Also sie hole ich jetzt glaube ich nicht mehr ein, aber 241 km/h muss ich schaffen. So, und das klappt. Ich fahre hier einen Müll zusammen, wirklich. Also das ist doch ein Kack. Naja, egal, 241 km/h. Ich hoffe, wir kommen nochmal auf eine Strecke, die irgendwie ein bisschen freundlicher ist für Leute, die Highspeed fahren wollen. Das hier ist ja natürlich Quatsch. Wir sehen aber Amy schon mal wieder, das heißt, vielleicht schaffen wir es doch noch. Hier vorbei, 175 km/h. 241 brauchen wir so. Vielleicht kommen wir jetzt ja auf eine gerade Strecke. Das sieht doch jetzt gut aus. Jetzt Gas geben. Gas geben. Ey, wie soll ich denn hier 241 km/h machen? Das ist voll die Drifterstrecke. Eieieiei. Jetzt Gas geben, ey. Jetzt Gas geben bringt gar nichts. Da hinten ist auf jeden Fall Amy. So wird das doch nichts. Wie soll man denn hier 241 km/h machen? So, jetzt Highway. Jetzt. Sehr gut. Ja, ich denke mal, jetzt werden wir gleich Highway fahren und Vollgas geben können. Ne, wir fahren vom Highway runter. Scheiße. So, ich gebe jetzt einfach Vollboost. Ne, scheiße. Schlechte Idee. Oh Mann, ey, 241 km/h, wie soll ich das schaffen? So, jetzt Gas geben, einfach Gas geben. 241 muss ich schaffen. Komm schon. Yes, ich hab's geschafft. Da ist es. 254 km/h. Geschafft. Alles easy. Jetzt kann ich entspannt zu Ende fahren. Das war wichtig. Ja, es musste irgendwann noch so eine Strecke kommen. So ein Abschnitt kommen, in dem man entspannt die Geschwindigkeit schafft. Aber da war ich schon ein bisschen am Verzweifeln. So, oh, und ich muss die Zielgeschwindigkeit schaffen. Ja, die Zielzeit, aber das sollte auch klappen. Ein Checkpoint noch. Zeit geschafft. Geschwindigkeit geschafft. Daumen hoch. 7000 Cash bekommen. Das schmeckt mir. Jedes einzelne Cash, mit dem wir, das ich verdiene, mit dem kommen wir näher Richtung Lamborghini. Nom, nom, nom. Level 18. Juhu. Geilo, Matico. So. Na, das lief doch gut. Das lief doch gut. Erfolgreich. Mission erfüllt. Plop, 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 plop. Schauen wir mal, was sie sagt. Ich hab total Bock auf ein neues Rennen. Komm, fahren wir. Okay. Frage ist wo. So, ich will jetzt erstmal gucken, was hier noch so in der Nähe ist. Da oben wäre nochmal Amy. Wollen wir nochmal Amy machen? Oder
Oder fahren wir jetzt mal, wo wir da sind? Naja, gut. Eigentlich sind wir noch am nächsten bei Amy dran, ne? Also machen wir nochmal Amy. Gut. Aber wie wir dann dahin fahren und wie das Rennen da wird, sehen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, ich freue mich, dass ihr so schön dabei seid und immer weiter guckt. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Juhu.